Ja, wieder ein Update. Baustelle von Güni oder auch Günther. Es wird sich einiges verändert haben seit dem letzten Videostream. Ich weiß gar nicht, ich glaube, im letzten Mal hatten wir den Carport schon, gell? Aber er war noch nicht fertig. Also hier sind sie, glaube ich, jetzt gerade aktuell den Bodenbereich am machen und das wird, ich schätze mal, die nächsten Tage dann betoniert. Dasselbe haben wir auch hier. Hier ebenso der zweite Carport. Und ja, da ist schon mal das ganze Material. Schlicht und einfach. Ich weiß gar nicht, ob Günni letztes Mal gesagt hat, was der kostet. Aber das reicht. Mit einem Dach, mit einer leichten Neigung gegen die Mauer. Da ist der Chefe. Ciao, Günni. Fit? Soweit? Ja. Ja. Weißt du, wie viel das so ein Carport kostet? Plus, minus? Ich habe das im Kopf, Beton, aber ich kann es jetzt nicht immer genau sagen. Dann ja. Check es mal. Ja. Ja, ist das war nicht so teuer. War nicht so teuer. Mhm. Mit Beton alles, oder? Machst Beton unten? Ja, ja, genau. Ja. Also, die machen wir heute fertig. Aha. Diese Seite. Und dann sehe ich mal, wie sie das da alles entwickelt einfach. Ja, da hast du ja auch schon Tor, hast eine Offerte, gell? Tor. Ja, das kommt nächsten Dienstag, wird da schon der Beton gelegt für die Einfahrt. Ja. Fürs Tor. Und kann ich da sagen, habe ich mit allem jetzt komplett mit Tür und Tor 70.000 bezahlt. Ja, das ist günstig. Ja. Elektrisch, gell? Elektrisch. Ja. Ah, das ist ein guter Preis. Elektrisch, also mit Motor, mit der Notbatterie. Ja. Ja. Sag mal, die Notbatterie bringt nicht viel, die wird in 2 Jahren hinüber sein bei der Hitze. Aha. Aber ja, egal, also ist auf jeden Fall, du brauchst bloß umstellen, wenn der Strom weg ist, dann kannst du es auch aufschieben. Ja, ja. Und wir haben eben die Tür noch drin, was noch. Viel los heute. Ja, heute ist viel los, die Gärtner sind da, der Frühbauer ist da. Ja, zeig mal die Bepflanzung, wenn du Bock hast. Gehen wir mal mit hinten. Ja, genau, schauen wir hinten. Ciao Renate! Hat es mich gehört, oder? Ja, sie hat noch gewunken. Ja, ich brauche das Hörgerät auch. Was? Hörgerät? Ja, hier wird jetzt also, wie wir gesagt haben, hier kommt jetzt alles Kies mit der leichten Schräge. Ja. Dass eben das Wasser nicht zum Haus geht. Ja, ja, da schaut sie noch raus. Schau, sie spioniert. Spioniert, ja. Schaut aber geil aus. Das ist wirklich schön. Ja, und ich habe es hinten jetzt auch beobachtet mit dem Kies, das ist fantastisch. Also Aha. Ich habe keine Rinde, gar nichts. Bis jetzt, mal schauen, es hat ja noch immer noch nicht geregnet wie Sau. Ich brauche einen Regen unbedingt, weil mir bricht alles noch weg. Aha. Aber machst du dann hier noch Rasen oder auch Kies, dieser Bereich? Nein, da? Nein, du bist schuld, den lasse ich jetzt. Ich lasse jetzt Naturwachsen. Lass Rasen, gesagt, okay. Ja, ja, gute Idee. Es wird schön ausschauen, garantiere ich dir. Ja. Ich dachte, du pflanzt schon mal, dass wir mal vor die Fenster langsam einen Schatten kriegen. Ja. Mal schauen, wie schnell die wachsen. Angeblich wachsen die relativ schnell. Ja, die wachsen ja schnell. Ja, ja, relativ, mit, ja. Nein, hier siehst du halt, da bricht alles nochmal weg. Ja, ja. Heute bin ich hinten eingebrochen bis zu den Knie, die haben sich alle totgelacht. Aha. Doch zu schwer mit 92 Kilo. Das ist krass, obwohl wir gedacht haben, es ist schon alles voll. Alles Ding, alles voll. Ja. Wir haben es halt unten nicht richtig rein in die Löcher. Und heute haben wir den Pool auslassen. Mhm. Also alles in die Drainage rein. Ich habe das alles mal durchgeschwemmt. Ja. War eigentlich super. Aha. Und dann ist mir das alles runtergekommen. Ich bin ja froh, bevor der Rasen kommt, dass sich das alles dann setzt. Ja, ja. Weil sonst habe ich einen Rasen und der ist weg. Ja. Den kann ich wieder ausbessern. Also jetzt hoffen wir mal, dass es so wird. Aber man sieht schon, das waren einige Löcher. Aha. Ja. Noch ein bisschen Erde rein. Ja, die Palmen müssen jetzt noch zugebunden sein, 2 Tage. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aha. Ich gehe mal auf die andere Seite. Aber das war bei mir auch so. Ja, mit weißt du, warum das so ist? Nee. Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung warum. Von hier aus. Da hat er noch
ein Schnäppchen gemacht. Habe ich noch einen Mangobaum, hast du gar nicht gesehen, gell? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Eine Kokospalme, der ist heute gekommen, für den Großen. Da werden jetzt einige neidisch sein. Günni hat da ein richtiges Schnäppchen gemacht. Mal schnell schauen, was der Chat meint. Was denkt ihr, was hat er für so eine Palme bezahlt? Für eine Palme. Schreibt es mal rein. Kannst du eine Wette machen? Ja. Ah, eine Kanalwette. Ja, komm, oder schreibt es einfach mal schnell rein, Leute. Was denkt ihr? Was kostet so eine Palme? Gut, ich habe es jetzt ja schon gesagt, dass es ein Schnäppchen war. Ja. Jetzt werden sie wahrscheinlich da auch nicht allzu hoch gehen. Also inklusive Transport und Einpflanzen. Also der Preis beträgt alles. Kauf einer Palme, die wird hierher geliefert und komplett, also die graben das Loch, die machen die rein und fixen. Ja, das hat 50 Euro gekostet, plus minus. Und angeblich, ob stimmt, weiß ich nicht, wenn es verreckt, kriege ich eine neue. Aber das Aha. Muss ich mir nochmal bestätigen lassen. Ja. Ja, 50 Euro für eine Palme ist sehr wenig. Das ist extrem wenig. Und das Vorteil ist noch, man sieht es bei der hinteren Palme dort, die haben Kokosnüsse, also da weißt, dass da Kokosnüsse kommen. Bei der dort. Ja, da sieht man auch den Mango, wenn es mal hinter sind. Ah ja, genau, den Mango. Weil er wollte ja ein bisschen größere Bäume, damit man nicht zu lange warten muss. Ah, okay. Das ist ein Mangobaum mit gelber Frucht. Ist das gelb? Ja. So wurde es mir gesagt. Ich muss das bei mir abgleichen, dadurch könnte hinkommen. Also sie kennt sich anscheinend aus, die Frau. Aha. Und was denkst du, habe ich bezahlt für den Mango? Mangobäume sind günstig, ich schätze mal 800 Baht. Nee, der war bei 1500. 1500? Abholen und auch pflanzen. Ja, und, ja ist, also auch, abholen, pflanzen. Ist auch noch gut. Ist die auch Größe noch gut. Ist, ich hätte welche haben können für die Hälfte. Ja. Die waren bei 600. Aha. Aber dadurch, dass ich schon so alt bin, muss ich einen größeren kaufen. Ja. Ja, der hat nächstes Jahr, der hat schon Früchte. Ja, da sind ja schon die Blüten. Ja, ja. Und wenn das anwächst, dann sind das viele. Ja, doch, das ist ein gelber. Tatsächlich, ja. Ja. Ja, ich würde auch sagen, da hat sie wahrscheinlich keinen Müll erzählt, scheint noch. Aber ich muss mal bei mir abgleichen. Also die machen nur Gartenzeug und so. Ich denke, dass das war. Ich habe noch die rote gesucht, aber die hat sie nicht gefunden. Die, also aha, rote, die vom, ja. Aber ja. Da habe ich ja noch Zeit. Also und wo packst du denn hin? Wahrscheinlich bei dem Stempel, dass ich da mal dann einen großen Baum kriege. Aha, ja. Dann ja. Habe ich nämlich die Beschattung auf der Terrasse. Ja. Und so ist der Plan. Ja. Und eine kommt dann da drüben rein, eben auch. In die andere Ecke. Ja. Aha. Weil die kriegen ja schöne große Krone. Ja. Und ja, ich habe es auch ein bisschen weggepflanzt vom Pool. Ja. Wegen den Blättern. Wegen den Blättern und wegen Bienen, Wespen etc. Aha, ja klar. Weil sie sagt ja auch, wir wollten sie erst mittig setzen. Sie hat gesagt, ich soll vom Pool weggehen. Ja. Weil die viele, viele Tiere anzieht auf Mango. Stimmt, es zieht viel Ungeziefer an. Ja, und deswegen sollte ich da ein bisschen wegbleiben. Ja. Und da habe ich drauf gehört und deswegen haben wir das auch so gemacht. Ja. Ja, und Pool wird heute auch gereinigt. Ja, den lasse ich heute über Nacht einmal einlaufen lassen. Mhm. Mal schauen, ich glaube, ich drehe die Pumpe mal weg und lasse das nur vom normalen Wasser laufen. Mal schauen, wenn ich zwei Leitungen gehe, dann komme ich von zwei Leitungen rein. Würde ich auch so machen. Die Pumpe ja, nee, das wäre nicht gut. Nee, nee. Ja, ich lasse meinen Pool auch immer mit meiner ich habe eine neue Leitung gemacht, ohne Pumpe. Ich mache das auch so. Ja, aber ich kann es wegschalten und dann geht das also direkt. Ja. Muss ich mal schauen. Zwei Tage ist der voll. Mit der oh nein, deiner ist größer. Ich habe zwei Wasserleitungen. Aha. Beim Basti und bei mir. Also hoffe ich, dass ich mehr Wasser kriege. Ja. Ja. Ja, bin gespannt. Ja, man wird den da vorne drinnen. Ja. Ja, und da hinten haben wir das auch so. Machst du da? Aha, aber da lässt den Kies, oder? Da ist Kies, da sieht man, ist auch eingebrochen. Aber das ist schon krass, dass ja, das noch. Ja, das
einfach haben die das ja schlecht angefüllt, die Idioten. Aber hat es denn gestern so fest geregnet? Ja, hat schon ganz schön geregnet, ja. Aha, okay. Ich war gestern ja beim Seafood Festival. Da ja, hat es auch geschüttet ich wie die Sau. Ich wollte noch reinfahren. Ja. Aber dann hat es so gepisst, dann habe ich gesagt, ja. Ich habe auf der Kamera geschaut bei mir, habe gesehen, irgendwie mein Grundstück da ein bisschen feucht, aber das hat nur irgendwie 5 Minuten oder so. Ah, lange? Ja, lange nicht, aber schau hin, was die haben so viele Löcher lassen. Ja, darum ist eben die Regenzeit ist wichtig, ja, wenn sie jetzt eben mal schüttet, gell? Gut, alles. Ja, ja. Ja, muss ich wieder einen neuen Riesen stellen. Ja. Hilft nichts, ich sage, das war mir bewusst, dass da noch was kommt. Ja. Ja, schaut auch nicht schlecht aus mit dem Kies. Wobei ich bin sicher, die andere Seite wird schöner mit dem Gras. Mit dem Weg aus Kies und dann noch grün. Mal sehen, hier haben wir es probiert und wenn ich es jetzt nicht hier gehabt hätte und sehe es jetzt, wie es drüben ist, ja, hätte es wahrscheinlich auch anders gemacht. Aber es ist jetzt, wie es ist. Hier lassen wir den Kies so und hier machen wir dann Rasen. Ja. Also den Kies bis dahin an die Wartenmauer. Ja. Und hier machen wir noch Wiese. Und dann, ja. Dann habe ich mit dem Wasser kein Problem, weil es sieht halt immer. Ja. Immer schlimmer aus. Ja. Das ist dein Haus. Du, jeder hat einen anderen Geschmack. Ja. Das ist Bastis Haus, da ist es nicht so schlimm. Ja, ja. Oh, Basti ist auch im Chat. Ja, ich habe mich gesehen. Ja, cool. Dann kann man endlich mal baden gehen, da Herr Renate wartet schon drauf. Also die reißen jetzt hier, oder die müssen noch mal alles rausnehmen und Gefälle reinmachen. Und ja, ich habe es mitbekommen, also er hat es wirklich mehrfach gesagt. Und sogar an dem Tag, als der Typ hier verlegt hat, hat er gesagt, hey, Gefälle, da muss Gefälle rein und ja, und am Schluss doch keins. Das ist ein bisschen schade. Ich war nicht glücklich, aber es hat akzeptiert. Also, du kannst es auch nicht reparieren. Ja. Es ist einfach nicht machbar. Du kannst auch nicht hier drauf gehen. Aha. Das bindet nicht mehr. Also du musst es neu machen. Muss neu. Aber warum da drüben? Weil es auch kein Gefälle hat, oder was? Ja, da steht das Wasser im Eck, bleibt es nur stehen. Aha. Da, auf der einen Seite läuft es ein bisschen weg und da siehst du es, wo der Wasserhahn ist, dann habe ich dann richtig die Lacke dort. Aha. Und das läuft auch nicht weg. Ah, okay. Ja, leider ist es so. Ja, geht auch vorbei. Ja. Ein bisschen ärgerlich, aber... Das ist ärgerlich, aber ich bin es mittlerweile wirklich schon gewöhnt. Ja. Dass viele Arbeiten zweimal oder dreimal gemacht werden. So ist es. Ja. Die Gärtner sind auch da mit der ganzen Familie, von der Oma bis die Kiddies, weiß der Teufel was. Ja. Aber sie arbeiten nicht, sie machen gute Arbeit. Schon krass. Suva lässt grüßen. Andere Länder, andere Sitten, aber ist halt schon gefährlich. Also ich weiß halt auch nicht, wer da die Haftung übernimmt, wenn so ein Kind hier einen Unfall hat. Immer, wenn was passiert oder ja. So. Ja, bei dem Sandwasch war ich froh, dass er kein Deutsch verstanden hat. Ja, glaube ich. Weil da war ich richtig angefressen. Ich war richtig angefressen, wo wir da das Wasser drauf geschüttet haben und es läuft nicht weg. Ja. Also da war ich echt. Ja, vor allem wenn es noch irgendwie 50 Mal sagst, also ja, das ist wirklich... Wir haben beim Bau noch gesagt, mit der Schnur, wo es gespannt hat, an das Gefälle, beide Seiten. Ja. Ja gut, alles dann lasse ich dich mal wieder da. Dann sage ich Servus Chat. Wir sehen uns wir die sehen Tage. Uns sowieso, gell? Auf jeden Fall, ja. Servus. Ciao, Günni. Ja, das war's hier von Günnis Baustelle. Und ja, es ist natürlich auch interessant mal zu sehen, dass es ja auch Dinge gibt, die nicht immer zu 100% nach Plan laufen. Und ich würde auch sagen, also das ist die Realität. Also ich glaube, wenn du hier in Thailand Leute triffst, die Häuser gebaut haben und die sagen, ja, alles easy, alles kein Problem, alles
hat zu 100% perfekt funktioniert. Ja, da würde ich mal sagen, da lügen wahrscheinlich die meisten. Nicht alle, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der hier wirklich Glück hatte, aber ich glaube, die Erfahrung hat hier jeder gemacht, der in Thailand ein Häusle baut, dass ein, zwei Dinge halt nicht gut laufen.